Willkommen Leute zu einer neuen Folge von Big Reacts Powered by Omen. Heute sind wir, ist mein schöner Gast Aslan wieder an meiner Seite, mein Turn-X-Partner. Und wir schauen uns heute das Spiel Big gegen Tenster an. Hat wahrscheinlich nicht so viel Aufsehen erregt, aber es war ein sehr wichtiges Spiel für uns und das erste Spiel im Lower Bracket. Komm, ich habe einen HP, habe irgendwie einen gelackt. Ich gebe ein Gesicht, ich habe noch ein Gesicht gegeben. Hast du gesehen? Aber 20 HP. Und jetzt haben wir halt, jetzt sind halt die Flanks sehr gut. Nico crumbelt hier ein bisschen. Und hier spielen wir sozusagen den doppelten Lurk. Ja. Und jetzt das erste wichtige Klatsch an den Tag, hat Kasper sehr gut geklatscht. Und hier sehen wir, die erste Runde geht an uns. Achso, ich glaube, das ist das One-on-Two am Ende von uns beiden. Ja, du gibst keinen Fuck. Das ist der absolut wichtigste Kill. Und Nico wieder mit dem Flank. Das ist keine gute Pose, ja. Folge mit dem Kill. Boah, bist du dreist, Alter. Geil. Wir wussten, dass er am Spot ist. Ich war leider low. Ich hatte Angst, dass ich jetzt geschottert werde eigentlich. Ich gebe mir Gesicht. Wir wussten, dass er jetzt low ist. Und du finishst ihn ab, Alter. Starke Runde, Aslan. Sehr gut. Du hast ein sehr gutes Turnier gespielt. Guck mal, wie unlucky. Ich werde blind von meinem Mate. Das ist das Kasper 1 gegen 2, glaube ich. Ich glaube, ja. Boah, wichtig. Ich sage jetzt erst links und rechts. Kasper hat wirklich in diesem Spiel sehr, sehr gut gezeigt, was sein Klatschpotenzial ist. Und der macht einen Fehler. Und dann ist es nur noch Phantom-Gesicht. Oh. Sehr gut, sehr, sehr gut. Zwei wichtige Klatsche schon. Und die Race überlegt sich so, verdammt, gehe ich jetzt da raus oder nicht? Und wir warten jetzt ein bisschen Utility ab. Oh, okay. Interessanter Shortcut, ja. Das hat Twisten sehr gut gespielt. Nice. Low AP. Wir haben sehr, sehr gut geklatscht. Nice. Boah. Was machen wir mit denen? Genau, jetzt haben wir so gespürt, ey, da ist nicht C, wir greifen C an. Da waren wir eigentlich so in den Prex sehr gut. Da habe ich später schlecht gelegt, ich erinnere mich, weil ich so greedy bin, weil das der beste Plant ist eigentlich. Das war in einem anderen Spiel, oder? Oder kann sein. Da, wo du gestorben bist. So, jetzt kommt die, wir haben halt noch eine Drohne. Und jetzt wollen sie uns rushen. Diesen Kill machen sie leider. Boah, ich habe so viele getroffen, aber irgendwie sind sie nicht gekippt, Mann. Aber jetzt kommt wieder Kasper. Das war einfach sein Spiel so in den wichtigen Szenen. Ja. 1, 2, 3, wird gereflekt, wir sagen Lower Field, nicht Hälfte. Aber Nico geht einfach rum und gibt ihm Gesicht. Jetzt habe ich sehr schwierige Szene. Nein, das war nicht die Szene, das war ein anderes Spiel anscheinend. Aber oh, doch, das war auch ein 1 gegen 3 jetzt. Spielst du perfekt, dass du da nicht durchgehst. Ja, die machen irgendwie so ein kein so gutes Teamplay und jetzt der kriegt am nächsten Gesicht von mir und easy erste Map. Achso, ey, der macht fast 2 Kills. Ein, jetzt ist er so blind, das wird angesagt. Boah. Und der Typ ist schon raus. Und jetzt beide raus, aber du bist einfach schon da. Niemand weiß wie. Ich glaube, das ist ein bisschen, wie nennt man das? Perfekte Molly, aber den habe ich gecheatet. Ja. Ich denke, das ist auch ein bisschen Pressure von denen, dass Paul wieder keine gute Ulti macht. Mhm. Ich denke, das ist oft bei vielen Races so, Leute, die vielleicht manchmal nicht so den perfekten, das perfekte Game haben. Da machen die halt so etwas whiffende Ultis. Ja. Nicht so whiff, sondern so auf Prediction. So ja. Hauptsache, ich sterbe nicht, aber das ist so nicht das Ziel der Ulti. Na gut, nach der Pistol sah es wieder sehr gut aus. Wir wussten, dass wir jetzt nur noch. Hier, guck mal bitte. Also hier. Wir haben Sky Ulti. Oh. Aber guck mal, wie die Sky Ulti einfach weg ist. So, plötzlich. Guck mal. Ich bin schon so mit Molly da. Ich stehe da schon so. Ja, ich weiß, ich erinnere mich. Und jetzt handeln wir das halt. Guck jetzt auch, da siehst du das? Ja, alle drei tot. Aber die sind auch Double Damage, die Teile, ne? Weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Geht das? Mhm. Die sind Double Damage. Twist noch dadurch alles. Er kann alles machen. Oh.
Aber fette Szene von Twisten. Ne? Aber guck mal bitte, wie du auf Reach spielst. Guck mal die ganze Runde von dir an. Du hältst Molotov in der Hand. Jetzt kommt der Execute. Du tötest alle drei Teile. Jetzt wirst du gesmoked. Jetzt bleibst du cool. Da kommt noch eine schöne Nate von Twisten. Die können gar nicht raus. Ist gute Molotov. Die sind blind jetzt, weil wir schon zu viert da waren. Er kann deswegen diese drei Phantom-Gesichter machen. Er sagt irgendwie einer TP an. Du hörst auf niemanden, bist Anti-Flash und weißt sogar noch, was der dann da ist. Der kriegt ein Gesicht. Bleibt jetzt cool. Der kriegt noch ein Gesicht. Und Gesicht, aber der switcht da angeblich raus, der Typ. Also krass gespielt von dir, deine Runde. Auch wenn Twisten da 3K macht, aber natürlich, wir waren da auch wieder ready, weil wir hatten viele gute Reads gegen sie. Wir wussten, dass sie dort in dieser Szene gerne A enden, also das war auch gute Vorbereitung von unserem Coach. Und dass wir uns auch so gemeinsam angeguckt hatten, da waren wir ready. Und jetzt sind wir wieder zu dritt B und die sind in der Nähe des Bs. Also in dieser Hinsicht lief's gut. Nice. Und jetzt Kasper mit seiner... Ey, die hatten ja absolut keinen blassen Schimmer. Die hatten keine Chance. Boah, der nimmt die mit der Brust an, Alter. Als ob er irgendwie Cristiano Ronaldo wäre. Aber, und jetzt kassiert der Letzte noch ein Ult. Es war ein sehr wichtiges Game. Tenster war auch Achter, glaube ich, in EU. Also es gab auch nochmal viele Punkte. Und nach dem Spiel fanden, also was gut war, weil wir haben direkt nach dem Spiel Alliance gespielt und das bedeutet, dass wir sozusagen mit 2-0 relativ leichte Maps, relativ easy, noch relativ viel Energie hatten und das hatten wir meistens in den Tagen vorher nicht, deswegen war das so ein erleichterndes Gefühl und ja, war einfach cool, dass wir die sozusagen relativ easy geschlagen haben, sehr gut gespielt haben, gute Reads hatten. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Uns macht das immer sehr, sehr viel Spaß. Also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal ein. Wir werden noch sehr viele gute Spiele haben. Und ja, die Reactions, hoffentlich gefallen die euch so, wie es uns Spaß macht aufzunehmen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Große Leader werden nicht geboren. Sie werden gemacht. Durch stundenlanges Hardcore-Gaming. Ich game nicht für mich. Ich game für sie. Transcend Humanity with Omen.